Jetzt kommen wir, Damen und Herren, zur nächsten Folge. Guckt euch das mal an, Alter, wie weit wir zurückgesetzt worden sind. Wir waren ja hier schon komplett durch. Ich werde mir nochmal meine Dinger holen gehen. Und meine Seelen, die hier irgendwo sein müssen. Ist auch hier nicht weiter hier. Kann weitergehen. Will aus diese Katakomben raus. Anhänger des Bergmann. Da werden sich bestimmt die ganzen NPCs freuen, die den ganzen Kram haben wollen. Kann ich mir nur so gut vorstellen. Wir müssen noch an den ganzen Scheiß hier vorbei. Ich mag halt einfach die restlichen Minen, also nicht von diesen Dark Souls 1, fand ich auch schon schrecklich. Oder war es halt so eine riesengroße Mine, das war trotzdem schrecklich. Erinnert mich so an der Tatsache. Die End. Yeah.
Geh weg von mir, ich hasse es! Oh mein Gott. Das ist so anstrengend. Ich will dieses Wix-Ding da oben anvisieren. Aber ich kann halt einfach nicht. Ja, was, das reicht mir. Ich gehe einfach. Ich will doch selber da unten. Selber neue Freunde. Irgendwann reicht's aber auch. So, machen wir das noch auf 12. Damit bin ich jetzt zufrieden. Good bro. Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear! This vestige, it marks where Catrin fell. She was a lamp bearer like you. But far more than that, she was my love. I left a token here in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone. It's all I have left. Catrin and I were both hallowed sentinels. It's hard to imagine now. She was astounding. We fell in love, and we embraced what we had, even though the Order forbids it. They found out and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Catrin's heart stopped, and not for long, thanks to the Umbral Lamp. But even as a lamp bearer, eventually there came a day when she fell. And didn't rise again. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me. Understand? There'll be blood for this desecration. I'll find the bastard. You find them first. Okay. Und diese Scheiße, was ist unter Wasser hier noch? I see, ja. Noch ein Ring. Klingt interessant. Wird die Maxilla Ausdauerlast. Das ist nicht schlecht. Wie viel wäre das denn? Ja, ein gutes Stück auf jeden Fall. Weiter. Aber warum denn nicht?
wird ja höchstwahrscheinlich sehr obvious hier irgendwas sein. Wie zum Beispiel diese, das Ding da hinten. Ich würde einfach auf diesem Ding laufen, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Darüber balancieren. Na, macht ja Sinn, weil wir haben es jetzt gerade hochgelassen. Vorher war es ja gar nicht oben. Ne? Die sieht sehr schwer aus, die Rüstung. Mangel des verderbten Pilgers. Trütz gegen Brennen und so auf jeden Fall. Aufsehergewand. Naja. Oh, diese Rüstung, also diese Werte, wie die einfach alle ins Grüne gehen. Aufsehermaske. Gebrochene Organe. Was? Ja, da schüttelst du mich aber richtig. Zeig mal. Welchen hatte ich denn gerade aufgehabt? Was ist der hier? Ne, den hatte ich aufgehabt. Sieht schon hart widerwärtig aus. Aber na gut. Der Verzweiflung. Ja, lass mich das mal anziehen hier. Tatsächlich ist der Helm gar nicht so gut. Er hat halt gute Widerstände. Er hat halt auch bessere Widerstände. Nichts, was ich jetzt anziehen müsste. Das ist halt Bombe. Wenn ich jetzt den Ring hier aufsetze. Ah, ich bin wieder leicht, Leute. Ich bin wieder leucht. Das ist wahrscheinlich wieder too much, oder nicht? Ich kann das ganze Set tragen, oder? Panzerung, die nur von der Elite der obersten Beschützer getragen wird. Die obersten Beschützer, gering an der Zahl und hochqualifiziert, wurden sorgfältig aus den Reihen des königlichen Militärs ausgewählt. Sie beschützen Generationen von Königen von Mondstadt, doch gegen die Invasionen der rasenden Roger konnten sie selbst nichts ausrichten.
würde tatsächlich den dann nehmen, wenn ich ehrlich bin. Einfach damit wir einen Helm für Resistenzen haben. Rüstung gibt der 85. Würde ich den doch lieber jetzt tatsächlich behalten. 160. 170 sogar hier. Dann haben wir wenigstens etwas für die ganzen Resistenzen. Als Ausgleich. Gift. Alles Mögliche. Auf Wiedersehen. Das ist natürlich Oli. Heia! Eigentlich wollte ich tatsächlich nur noch so lange aufnehmen, bis ich aus dieser Höhle raus bin. Jetzt nehme ich hier schon wieder nicht viel mehrere Wochen gleich auf. Der Kack hier einfach nicht endet. Keine Ahnung, welches das jetzt hier gerade ist. Ich würde jetzt auch den nächsten XP für Waffen-Upgrades erstmal verwenden. Statt ein Level Up zu machen. Bildnis. Bild des Flüsterns. Cool, cool, cool. Ein gefesselt und aufgespielter Bildnis verursacht physischen Schaden und erhöht dabei vorübergehend die Ausdauerreaktionsrate des Verwenders. Und wieder ein Ring. Ringe. Ein schmutziger, koordinierter Ring, in den verschiedenen alchemistischen Symbole eingraviert sind. Verbrauch von Granaten und Flächen wird reduziert und sie verursachen zusätzlichen Schaden. Hier. Shotcut ist angesagt. Aha.
unten. Ich würde tatsächlich den Sprung hier rüber probieren. Achso, ne, ich dachte, das war unser NPC-Freund unten. Das ist eklig. Also, das ist jetzt hier wieder eklig her. Hier werde ich wahrscheinlich auf den Dingern hier rumkratzeln dann. Ausgang hat demnächst. Das bin ich. Ich will nicht mehr. Ja. Ich würde sagen, hier sterben wir gut. Ich muss erstmal rasten, Leute. Ich bin erschöpft durch diese ganzen Minen. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.